heute am Heiligen Sonntag mal wieder ein Video von uns bzw. von mir. Wir sind, oder ich bin unterwegs im 335 IE 92 Coupé. In dem Fall haben wir ein N54, das bedeutet ein 3 Liter mit Turbolader oder mit Abgasturboladeraufladung. In diesem Fall Besuch oder Grund des Kunden, warum er hier ist. Fahrzeug geht obenrum in Notlauf, das heißt bei relativ hoher Volllast geht das Auto in Notlauf. Die Lader kommen relativ spät, also wir haben erst richtig Leistung anlegen ab 3200 Umdrehungen, was sehr, sehr ungewöhnlich ist, weil wenn hier Datenstand gemacht ist, der definitiv gemacht ist, was genau gemacht ist, kann ich jetzt hier noch gar nicht sagen, soweit bin ich noch nicht. Ich habe mir jetzt heute das Fahrzeug einfach mal geschnappt und habe gesagt, ich fahre eine kleine Runde, wir messen ein bisschen Zeiten. Ich habe das Diagnosetool dabei, um zu schauen, was sagt denn der Fehlerspeicher. Hier sind schon ein paar Sachen aufgefallen, unter anderem Ladedruckprobleme und Zündaussetzer. Das ist die Thematik auch, warum er obenrum ab und an Probleme macht. Und das ist der Grund, warum das Fahrzeug hier ist und auch der Grund, dass ich mir das anschauen soll und Abhilfe schaffen soll. Hardware-technisch soll das Fahrzeug angeblich weit über 400 PS haben. Verbaut sind Ladeluftkühler und eine Downpipe, das heißt die Vorkratz sind entfallen. Ich bin der Meinung, beziehungsweise ich weiß, dass das Fahrzeug die Leistung nicht hat. Jetzt ist einfach die Frage, warum hat es das nicht? Und der Sache gehen wir uns einfach auf den Grund. Ja. Deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen unterwegs. Fahre mal ein paar Kilometer. So weit fährt sich das Auto sonst ganz gut. Ich habe keine auffälligen Geräusche. Ich habe nicht irgendwas Negatives vom Fahrgefühl her, vom Fahren her. Aber man merkt, dass nicht die Leistung da ist, die das Fahrzeug kann bzw. leisten könnte, wenn es sauber läuft. Und das haben wir hier leider nicht. Ladeluftkühler technisch bin ich der Meinung, dass es ein Ladeluftkühler von TA Technics ist. Chargepipe ist auch verbaut und die Thematik, dass die Vorkatz entfallen sind, das passt auch. Allerdings kommt, wie schon gesagt, die Leistung viel, viel zu spät. Ja. Werden wir jetzt nächste Woche uns mal ganz in Ruhe anschauen. Das hier jetzt heute ist nur für mich einfach zu sehen, was macht das Auto, wie verhält es sich, wie fährt es sich und wie reagiert es bei gewissen Situationen. Und das reicht mir dann, um mir dann nächste Woche, also ab morgen, einen weiteren neuen Eindruck einzuholen. In dem Fall fängt man an mit den Kleinigkeiten, man sprüht das Fahrzeug mal ab, guckt, was machen die Druckleitungen, die Druckschläuche. Sind die Druckschläuche gut? Haben wir da schon irgendein Problem? Und dann arbeiten wir uns weiter vor, Druckwandler und so weiter, bis hin, wenn es nicht anders geht, zu den Turboladern, die in dem Fall aktuell auch im Fehlerspeicher stehen. Das heißt, er weist direkt darauf hin, dass wir eine Ladedruckproblematik haben und dass er reinschreibt, Turbolader prüfen in die geführte Fehlersuche und es fühlt sich auch so an. Also wir haben relativ spät Druck, aber wir haben dann Druck. Also wir haben ab 3000, 3200 haben wir richtig Druck und da kann man eigentlich die Leitungen ausschließen, weil wenn das wäre, dann hätten wir unten rum und oben rum. Also hätten wir eigentlich gar keine Leistung oder ganz, ganz wenig Ladedruck. Und das ist hier nicht der Fall. Also wir haben Druck, wir haben obenrum sehr gut Druck. Obenrum ab 3,32 muss man aufpassen, selbst im dritten Gang. Da geht das Auto trotz Fahrhilfen an relativ schnell hinten quer. Was ab und zu auffällt, ist, dass das Getriebe ein bisschen Schaltmucken macht. Müssen wir mal schauen, ob da auch was gemacht ist oder nicht. Und dann halt die Thematik, dass man mal schaut, ob man vielleicht einen Ölwechsel oder Getriebe, also eine Getriebeölspülung machen muss, weil wir haben 217.800 Kilometer auf der Uhr. Das heißt, wir haben schon eine deutliche Fahrleistung
auf dem Auto. Und die Thematik Turbolader, Zündspulen, Zündkerzen, Hochdruckpumpe, das sind die Sachen, die bekannt sind, wo es auch seitens BMW einige Revisionen gibt, das heißt Überarbeitungen. Und da muss man sich einfach nächste Woche mal in Ruhe ein Bild machen. Was mir jetzt wichtig war und ist, dass man einfach kurz darauf eingeht, wir haben ein Fahrzeug mit der Problematik, die beschrieben ist. Viele von euch fahren ja N54, der ein oder andere wird die Thematiken kennen oder die Probleme, dass das Fahrzeug bei Volllast irgendwann im oberen Bereich in Notlauf geht. Und deswegen habe ich gedacht, ich nehme euch jetzt am Heiligen Sonntag und mache das Video. Dann erfahrt ein bisschen was über die N54-Geschichte. Ich persönlich finde den Motor sehr, sehr gut. Wenn da alles passt, wenn die Sachen, die bekannt sind, gemacht sind, ist der Motor auch völlig unproblematisch. Und wenn man es richtig und sauber macht, auch von der Thema Haltbarkeit, keine Thematik, also keine Problematik. Und von dem her schauen wir uns das mal nächste Woche ganz in Ruhe an. Und dann bin ich gespannt, was da rauskommt. Ich werde euch auf jeden Fall mit einem weiteren Video zu dem Fahrzeug dann auf dem Laufenden halten. Natürlich kann man jetzt nicht jeden Step filmen, dafür fehlt einfach die Zeit. Und es ist immer noch die Thematik, dass es eine Hobbysache ist und dabei wird es aktuell auch bleiben. Wie schon gesagt, YouTube ist jetzt nichts, womit ich mein Geld verdiene. Es ist einfach nur, um euch zu zeigen, den Leuten, die es sehen möchten, wohlgemerkt natürlich, was machbar ist, was ich mache, was man an den Fahrzeugen machen kann, was Sinn macht und was nicht Sinn macht. Ihr wisst, ich bin auch bei gewissen Sachen der Mensch, der sagt, nein, lieber nicht, lohnt sich nicht, ist zu teuer. Oder auch Thema Schublummern, wie hier auch. Da gibt es einfach Grenzen, dass man es sauber und ordentlich appliziert, dass man es nicht übertreibt, dass man nichts schädigt. Und das halte ich für relativ wichtig. Und ich glaube auch, dass das momentan der Grund ist, dass ihr mir auf meinem Kanal so zahlreich folgt, und da bedanke ich mich auch bei euch. Es macht mir momentan riesen Spaß, mit euch auf YouTube eure Kommentare, eure Fragen zu beantworten, und wie schon gesagt, natürlich merke ich auch, dass eine gewisse Resonanz kommt, dass dadurch Kundenklientel auch kommt, die über Facebook und so weiter nicht kommen würden. Und deswegen freue ich mich natürlich, wenn ich euch ein neues Video präsentieren kann. Natürlich mit normalen Mitteln gefilmt, natürlich ganz normal authentisch, ohne irgendwas, mit schön geschnitten, schön gemacht, einfach nur für euch. Es soll eine reine Info-Geschichte sein, nicht mehr und nicht weniger. Ja, jetzt würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Sonntag und wir sehen uns dann im nächsten Video mit diesem Fahrzeug. Bis bald. Ciao.